Also wie im letzten Video auch wieder angekündigt, ab jetzt wandern pro Video 5 Euro in die Eule. Die sind hier, Yoshi ist hier, Yoshi. Hallo. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar, wie sehr wahrscheinlich einige mitbekommen haben, da ich schon einen Aufruf gestartet habe, weil ich wieder Bilder von euch gebraucht habe. Heute das Video Wissenswertes über skalare Segelflosser. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei dem Video. Man unterscheidet drei Arten von Skalaren. Also der Artname ist Petrophyllum, das ist bei allen gleich. Aber es gibt dann einmal den Skalare, den Leopoldi und dann gibt es noch den Altum. Skalare gehören zur Familie der Buntbarsche und stammen aus Südamerika. Sie sind zu finden in Brasilien, über Guyana bis hin nach Peru. Also für die Leute, die es jetzt nicht direkt wissen, Amazonas Einzugsgebiet. Die Art Petrophyllum Skalare ist am weitesten verbreitet und ist im ganzen Amazonasgebiet zu finden. Das ist auch so die gängigste Art, die ihr in den Läden findet. Außerdem gibt es davon sehr, sehr viele Zuchtformen. Petrophyllum altum und Petrophyllum leopoldi findet man im Gegensatz dazu nur in bestimmten Regionen bzw. Nebenflüssen. Kommen wir nun zum ersten ganz wichtigen Faktor, und zwar die Endgröße. Die ganzen Petrophyllum sind in der Regel nicht länger wie 15 cm, aber was zu unterscheiden ist, ist die Größe. Hierbei stellt die Art Leopoldi den kleinsten dar, die wird in der Regel maximal 15 cm Höhe erreichen. Beim Skalare sieht es so aus, dass die auch mal 25 oder sogar 30 cm hoch werden können. Und jetzt kommt praktisch die Königsklasse der Skalare, und zwar die Altums. Da sind gute 30 cm mindestens drin, aber es sind auch schon Tiere gesehen worden oder auch in Haltung, die bis zu 40 cm erreichen. Außerhalb der Laichzeit bilden Skalare Gruppen bzw. leben in kleinen, lockeren Gruppen. Während der Laichzeit bilden sie Paare, stecken Reviere ab und verteidigen diese auch vehement. Kommen wir nun zum Aquarium. Das Aquarium für Skalare kann vom Grundprinzip her nicht groß genug sein. Und das meine ich so, wie ich es sage. Bei zu kleinen Aquarien neigen Skalare meistens zu sehr seltsamem Verhalten und das äußert sich sehr oft in extremer Aggressivität Artgenossen und anderen Fischen gegenüber. Zur Beckengröße sei zu sagen, absolutes Minimum wären 120 x 50 x 50 cm, was aber ein absolutes Minimum darstellt und was meistens zur Endhaltung ziemlich knapp wird. Besser wäre an dieser Stelle also 150 x 60 x 60 cm. Für Altums, die ja, wie wir schon gesagt haben, die größten der drei Arten darstellen, sollte das Becken mindestens eine 70 cm Höhe betragen. Besser wäre in dem Fall für Altums ein Becken mit 2 Meter x 80 x 80 cm oder eben halt größer. Wichtig sei an der Stelle auch noch zu sagen, man hört oft oder liest sehr oft in Themen das Wort Zwergskalar. Damit ist meistens die Form Scalare oder Leopoldi gemeint, was aber relativ schwachsinnig ist, da die zwar wesentlich kleiner bleiben oder werden wie Altums, aber trotzdem ist das kein Fisch, der für ein kleines Aquarium mit weniger als 50 cm Grundhöhe geeignet ist. Die Beckenmaße hören sich jetzt am Anfang erstmal utopisch an. Wenn wir aber jetzt bedenken, dass es Buntbarsche sind, die in der Laichzeit Reviere beziehen und diese auch verteidigen mit allem, was sie haben, ist die Größe wirklich mehr als sinnvoll und gut gewählt. Kommen wir nun zur Beckeneinrichtung. Dazu sei zu sagen, der Bodengrund sollte möglichst fein und dunkel gewählt werden. Am Fundort von Skalaren ist der Boden meistens sehr, sehr dunkel und sehr lehmhaltig. Bei der weiteren Einrichtung habt ihr jetzt die Wahl. Ihr habt die Möglichkeit, ein Pflanzenbecken zu machen, indem ihr zum Beispiel Echinodorus bzw. Amazonas-Schwertpflanzen verwendet, die Tiere nicht nur als Unterstand, sondern auch sehr, sehr gerne als Laichplatz verwenden. Ihr könnt mit Vallisneria arbeiten, dort stellen sie sich gerne dazwischen bzw. verstecken sich dort. Oder halt auch Java-Farn, für Wurzeln zu begrünen. Wurzeln ist ein gutes Stichwort, weil ihr könnt das Ganze nämlich auch mit Holz bzw. als Wurzelbiotop einrichten. Es gibt im Amazonas Bereiche, dort ist bepflanzt bzw. dort sind Pflanzen. Es gibt aber auch Stellen, dort ist eigentlich überwiegend Totholz und keinerlei Pflanzen. Und so dunkel bzw. so Schwarzwasser, dass dort nicht wirklich Pflanzen wachsen. Die gute Strukturierung eures Beckens ist nicht nur für die Tiere ein wesentlicher Faktor, der Stress hemmt oder auch eine optische Sache. Zum großen Teil könnt ihr euch damit aber auch in die Hände spielen, wenn die Tiere anfangen zu laichen bzw. adul werden und Reviere abstecken. Wenn ihr einen ausreichenden Blickschutz schafft und eine gute Strukturierung habt, fallen die Reviere wesentlich kleiner aus und es gibt da wesentlich weniger Rangeleien.
Woran ihr auch noch denken solltet, Scalare sind Flussfische. Das heißt, eine gewisse Strömung sollte vorhanden sein, aber auch Stellen, die sehr strömungsarm sind, wo die Tiere sich zurückziehen und rasten können. Beleuchtung, auch noch ein wichtiges Thema, wenn es um Scalare geht. Diese solltet ihr eher dunkel halten. Scalare bevorzugen, oder zumindest die meisten Arten bevorzugen, Schwarzwasser, was, wie der Name schon sagt, sehr, sehr dunkel ist. Wenn ihr natürlich jetzt eher in die Pflanzenrichtung gehen solltet, ist das auch kein Problem. Natürlich braucht ihr dann eine stärkere Beleuchtung, beziehungsweise ist jetzt Schwarzwasser nicht so das Gelbe vom Ei. Sorgt dann dafür mit Holz oder Steinen, dass ihr dunkle Unterstände habt, in die die Tiere sich zurückziehen können. Kommen wir nun zum wichtigen Faktor, und zwar Wasserwerte. Wasserwert an erster Stelle natürlich der pH-Wert. Der sollte in der Regel zwischen 6 und 7 liegen. Das ist ein bisschen herkunftsbedingt. Je nach Jahreszeit kann der auch niedriger sein. Hand in Hand mit dem pH-Wert geht die Härte. Die Carbonathärte solltet ihr maximal bei 4, kann auch 5 sein zur Not, aber möglichst niedrig ansiedeln, da Scalare, genau wie Salmler, die aus derselben Region kommen, eher weiches Wasser bevorzugen. Temperatur solltet ihr zwischen 24 und 28 Grad veranschlagen. Wobei das auch wieder Herkunfts- und Jahreszeitbedingt ist, aber siedelt euch eher im höheren Bereich an, also 26 bis 28 Grad. Denkt daran, bei einer hohen Temperatur für ausreichend Sauerstoff im Wasser zu sorgen. Was auch noch ein wichtiger Faktor sei, ausreichend Frischwasserzufuhr bzw. regelmäßiger Wasserwechsel ist genau wie bei den meisten Fischen absolutes Muss. Wichtig sei auch noch zu sagen, Futter. Der Verdauungstrakt von Scalaren ist für tierische Nahrung ausgelegt. Also Optimalfall wäre, wenn ihr mit Lebendfutter oder hochwertigem Frostfutter arbeitet. Ihr könntet oder solltet aber auch für einen abwechslungsreichen Ernährungsplan und eine ausgewogene Ernährung auch mit hochwertigem Flocken- oder Granulatfutter bzw. Trockenfutter arbeiten, das aber auch zum Großteil auf tierischer Basis sein sollte. Gerade bei Jungfischen, wobei das ja bei allen Jungfischen der Fall ist, ist eine abwechslungsreiche und gute Ernährung sehr, sehr wichtig. Optimales Futter oder ein gutes Futter, was ihr geben könntet, wären zum Beispiel Artemia, Wasserflöhe, Mückenlarven, Echidren etc. Bei dieser hochwertigen Art von Fütterung könnt ihr euch vorstellen, dass die Wasserbelastung natürlich wesentlich hoch ist. Deshalb ist wirklich ein ausreichender, regelmäßiger Wasserwechsel ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Sache. Kommen wir nun zur Haltung und Vergesellschaftung. Scalare sollten in Gruppen von mindestens 4 bis 6 Tieren gehalten werden und sollten in der Regel nicht mit sehr hektischen oder ruppigen Arten vergesellschaftet werden. Vergesellschaften könnt ihr Scalare sehr, sehr gut mit Salmlern, Panzerwelsen, sprich Corydoras etc., kleineren Zwergbuntbarschen oder anderen friedfertigen Tieren aus dieser Region bzw. dem dementsprechenden Habitat und kleinere Elwälser. Bei den Beifischen sei auch noch zu sagen, gerade wenn wir vom freischwimmenden Besatz reden, wählt die Fische nicht zu klein und zu schlank. Zum Beispiel bei Neons, wenn die zu klein sind und gerade wenn sie nachträglich eingebracht werden, wenn die Scalare schon drin sind, kann es passieren, dass die als Futter ansehen und dann habt ihr nicht lange Freude an euren Neons. Also wählt die Beifische dementsprechend groß oder im besseren Fall sogar hochrückig. Dann habt ihr da eigentlich relativ sichere Karten, dass da nichts passiert. So, das war's mit dem kurzen Infovideo über Scalare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euer Aquarium zu klein ist, legt ihr euch keine Scalare zu. Oder wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, was bei den Bildern schnell passiert, ich habe auch teilweise gesabbert, kauft ihr euch ein großes Aquarium und geht über zu der Riege der Scalarhalter. Freuen sich bestimmt einige. An der Stelle noch vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Bilder, die ihr mir geschickt habt, da ich ja keine Scalare habe. Es sind so viele tolle Bilder zusammengekommen, die konnte ich jetzt gar nicht alle zeigen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt von euch und am Schluss blende ich euch noch mit Musikuntermalung noch die ganzen Bilder ein, die ich bekommen habe. Ich konnte nicht alle reinnehmen, sonst wird das Video sehr wahrscheinlich eine halbe Stunde lang. Aber ein paar schöne habe ich rausgesucht, die könnt ihr euch jetzt noch geben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mein Facebook-Profil und die Facebook-Seite sind in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr noch nicht drauf wart. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Oder eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Wenn ihr eine Frage habt, irgendwas, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich helfe euch so gut ich kann. Und wir werden bestimmt eine Lösung finden. Gemeinsam sind wir stark. Vergesst nicht, auf YouPorn vorbeizuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, ich bin raus hier. Tschüss.